Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, es hat gefühlt den gesamten Mai nur geregnet, aber jetzt haben wir hier herrlichen Sonnenschein. Passend dazu habe ich für euch den neuen Fiat 500e als Cabrio. Wie ist das Fahrzeug und wie es sich fährt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Doch zuerst ein großes Dankeschön an das Autohaus Bauern-Bickmeier in Paderborn, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. By the way, von denen bekomme ich auch die ganzen Opel-Fahrzeuge. Schaut gerne mal bei denen vorbei und folgt denen auf Instagram. Erster Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo herzlich freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Unter anderem folgt mir einmal auf Instagram und auf TikTok. Unser 500e leistet 118 PS und hat ein maximales Drehmoment von 220 Newtonmeter. Von 0 auf 100 braucht der Fiat genau 9 Sekunden, die Endgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Wir haben eine Batteriekapazität bis zu 42 Kilowattstunden. Fiat hat beim Verbrauch keine NEFS-Angaben gemacht, aber laut WLTP liegt der Durchschnittsverbrauch bei 14,9 Kilowattstunden. Die elektrische Reichweite nach WLTP liegt kombiniert bei knapp 300 Kilometer, innerorts bei 427 Kilometer. Die Ladedauer an einer Wallbox mit 11 kW dauert bis zu 4 Stunden und 15 Minuten. An einer Schnellladestation mit 85 kW dauert die Ladung knapp 40 Minuten. Sprechen wir kurz über die Elektrifizierungen. Den 500e gibt es mit zwei verschiedenen Akkus. Der kleine Akku hat eine Batteriekapazität bis zu 23,8 Kilowattstunden und leistet 95 PS. Der größere Akku hat, wie schon bereits erwähnt, eine Batteriekapazität bis zu 42 Kilowattstunden und leistet 118 PS. Die 95 PS Variante ist bei 135 km/h elektronisch abgeriegelt. Den 500e gibt es in drei Karosserievarianten, einmal als klassischen Zweitürer, als nächstes der Cabrio, den ich hier für euch habe, und dann gibt es noch den sogenannten 3+1. Preislich startet der 500e als normaler Zweitürer bei 26.790 Euro, der Cabrio dagegen startet bei knapp 34.000 Euro. Den 500e gibt es in drei Ausstattungsvarianten, einmal Action, Icon und die höchste ist die La Prima Variante. Den Cabrio gibt es zurzeit nur in der Icon Variante, vielleicht ändert es sich noch, denn unser Testwagen ist der Cabrio in der schönen La Prima Ausstattung. Kleines Update Freunde, die La Prima ist im Konfigurator für den Cabrio wieder vorhanden und startet preislich bei 37.990 Euro und seit neuestem gibt es die Red Variante und die startet bei rund 32.000 Euro. Sprechen wir mal kurz über das Design, aber zuerst paar Worte über die Abmessungen. Der 500e Cabrio ist 1,68 Meter breit und ist 3,63 Meter lang. Der Radstand beträgt 2,32 Meter und die Höhe liegt bei 1,53 Meter. Ich finde, die Mischung aus Retro und Modern ist Fiat wirklich gelungen. An der Front haben wir anstatt des Fiat-Logos den 500-Schriftzug in Chrom. Es wertet das Fahrzeug meiner Meinung nach etwas auf. In der La Prima Variante haben wir serienmäßig die Voll-LED-Scheinwerfer verbaut, in der Action haben wir jedoch die Halogen-Scheinwerfer mit LED-Technik. In der Icon dagegen kann man jedoch die LED-Scheinwerfer in einem Zusatzpaket dazu bestellen. Ansonsten bieten die LED-Lichter eine optimale Sicht, dank dem Fernlichtassistenten blendet das Fahrzeug automatisch auf und wieder ab. Unser 500e steht serienmäßig auf diese wuchtigen 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Ich finde, die stehen dem Fiat ganz gut, dadurch wirkt der kleine Flitzer von der Seite etwas erwachsener. In der Icon kommt der 500e mit kleineren 16 Zoll Felgen, aber man hat die Option, die größeren Felgen dazu zu bestellen. In der Action steht der Fiat nur auf 15 Zoll Stahlfelgen.
Unser Testwagen ist in dem schönen Ocean Grün Metallic und ist einer von 6 verschiedenen Farben. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber ich finde, das hier ist die schönste Farbe, aber das ist nur meine Meinung. Schreibt es mir in den Kommentaren, welche Farbe ihr nehmen würdet. Ansonsten als spezielles Detail in der La Prima haben wir hier die verchromten Seitenzierleisten und die Fensterzierleisten sind ebenfalls in Chrom. Hinten am Fahrzeug haben wir das La Prima Badge. Was auch eine Besonderheit ist bei der La Prima ist das Verdeck. Als Detail haben wir hier die sogenannten Fiat-Monogramme und das Verdeck besteht aus Kunstleder anstatt aus Stoff. Bevor ich es vergesse, am Kotflügel haben wir hier die Seitenblinker, die an den Fiat 500 aus den 50er Jahren angelehnt ist. Genau genommen aus dem Jahr 1957. Hinten am Fahrzeug haben wir die LED-Rückleuchten und an der Heckklappe haben wir das neue Fiat-Logo und den 500e-Schriftzug. Hier haben wir die außenstehende Rückfahrkamera und jetzt gehen wir mal kurz auf den Kofferraum ein. Das Kofferraumvolumen beträgt 185 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis zu 550 Liter. Zusätzlich haben wir hier eine Tasche für unsere Ladekabel. Ansonsten hat man Platz für das Nötigste. Bevor es mit dem Innenraum weitergeht, zeige ich euch erstmal das Keyless Entry. Ihr könnt ganz entspannt schlüssellos das Fahrzeug öffnen und wieder schließen. Dann sprechen wir mal kurz über den Innenraum. Das Cockpit wirkt allgemein sehr clean und aufgeräumt. Als cooles Detail ist die Dekoreinlage in Chrom. Das Armaturenbrett besteht zwar aus Hartplastik, jedoch ist es fürs Auge trotzdem gut gemacht. Wir haben hier die schönen Sitze in Beige mit den Fiat-Monogramme auf der Sitzfläche. Darüber haben wir das 500-Logo eingestanzt. Ansonsten sind die Sitze ganz bequem und die bieten einen ordentlichen Seitenhalt. Die Türarmlehnen sind beledert und ebenfalls in beige. Die Tür wird per Knopfdruck geöffnet, darunter haben wir einen Hebel, womit man auch die Tür öffnen kann. Ihr könnt es euch ja aussuchen, was ihr lieber nutzen wollt. Ich persönlich habe lieber den Knopf genommen, dann muss man sich nicht so bücken. Haptisch fühlt es sich solide an. Die Türverkleidung ist zwar aus Hartplastik, aber wie beim Armaturenbrett ist es trotzdem gut gemacht. Ich habe mich mal hinten reingesetzt. Ich kann jetzt schon mal sagen, mit mehreren sollte man die Fahrzeit höchstens auf eine Stunde begrenzen, da es sonst hier hinten schon ein wenig ungemütlich wird. Ansonsten ist es hier hinten im Fond in Ordnung. An den Vordersitzen haben wir ein Fach zum Beispiel für Zeitschriften. Sprechen wir jetzt mal über das Infotainment-System. Wir haben hier serienmäßig das 10,25 Zoll Touchdisplay verbaut. Ab der Icon und seit neuestem in der Red-Variante hat man es mit dabei. In der Action kann man gegen Aufpreis in einem Zusatzpaket das kleinere 7 Zoll Touch-Display dazu bestellen. Den Cabrio gibt es allerdings, wie am Anfang des Videos erwähnt, nicht in der Action. Über Apple CarPlay oder Android Auto könnt ihr euren Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden. Ansonsten könnt ihr alles Mögliche über das Menü einstellen, wie zum Beispiel unter Fahrzeuge könnt ihr bei Einstellungen es euch so konfigurieren, wie ihr es gerne haben möchtet. Den Ladezustand könnt ihr ebenfalls ablesen, inklusive die Ladedauer. Zusätzlich kann man die Stärke der Ladung bestimmen. Die Bildauflösung von der Rückfahrkamera ist ziemlich scharf, man hat einen guten Überblick und es erleichtert das Ausparken. Darunter haben wir haptische Knöpfe für die Klimaautomatik und hier haben wir ein Ablagefach mit einer induktiven Ladestation und einen USB-Anschluss. Anstatt einen Schalthebel haben wir hier 4 Knöpfe. Wofür die Knöpfe stehen, erklärt sich im Grunde genommen von selbst. In der La Prima haben wir anstatt 4 6 Lautsprecher. Die Soundqualität ist meiner Meinung nach recht gut und reicht für den Alltag vollkommen aus. Die Mittelkonsole wirkt sehr clean und aufgeräumt. Hier befindet sich eine Ablage zum Beispiel für Getränke und ein weiteres USB-Anschluss. Unter der Armlehne haben wir einen weiteren Ablagefach. Hier haben wir den Schalthebel für die Fahrmodi, dann für die elektrische Handbremse und einen Drehregler.
Sprechen wir mal kurz über das Lenkrad. Wir haben hier ein Lenkrad in einem Zwei-Speichen-Design und speziell in der La Prima ist es zweifarbig beledert, aber auch haptisch fühlt es sich gut an. Ansonsten ist es übersichtlich und einfach zu bedienen. Auf der linken Seite steuert man das digitale Fahrerdisplay, worauf ich nachher eingehen werde. Auf der rechten Seite hauptsächlich die Assistenzsysteme. Hinter dem Lenkrad befinden sich zwei Knöpfe. Mit dem einen Knopf regelt man die Lautstärke, mit dem anderen kann man zwischen den Songs hin und her wechseln. Hier haben wir das digitale Fahrerdisplay. Wie schon bereits erwähnt, könnt ihr die Ansicht oder die Informationen so konfigurieren, wie ihr es gerne haben möchtet. Ich persönlich bin am liebsten mit dieser Ansicht gefahren. Außerdem könnt ihr hierüber ebenfalls die Ladung ablesen. Wir haben hier drei verschiedene Fahrmodi. Ich fasse es einmal kurz für euch zusammen. Im Normalmodus hat der 500e seine volle Leistung. Im Range-Modus fährt man im One-Pedal-Mode. Damit war ich hauptsächlich unterwegs gewesen. Der Sherpa-Mode ist quasi der Ultraspar-Modus und alles wird auf die Reichweite gesetzt. Links neben dem Lenkrad haben wir haptische Knöpfe, zum Beispiel für die Scheinwerfereinstellungen. Und hier oben haben wir den Schalter, um das Verdeck zu öffnen. Es ist auf jeden Fall ein herrliches Gefühl, wenn die Sonne in das Cockpit hineinscheint. Wenn man den Knopf nochmal drückt, dann fährt das Dach komplett runter. Jetzt sprechen wir mal endlich über den Fahreindruck. Wie ihr vorhin gehört habt, als cooles Detail ertönt beim An- oder Ausschalten des Fahrzeugs eine altitalienische Melodie. Ansonsten ist es ein angenehmes Fahren im 500e, der Innenraum ist gut gedämmt und man hat meiner Meinung nach eine gute Rundumsicht. Sollte jedoch das Verdeck ganz unten sein, dann war die Rundumsicht schon leicht eingeschränkt, da ich im Rückspiegel nichts mehr sehen konnte. Innerorts lässt es sich angenehm mit offenem Verdeck fahren, bis zu 100 km/h geht es noch einigermaßen mit den Windgeräuschen, aber sollte man schneller als 100 fahren, dann wird es schon etwas unangenehmer. Die Lenkung ist vom Fahren her zwar leichtgängig, aber etwas schwammig, das Fahrwerk ist komfortabel, aber relativ straff abgestimmt, es fährt sich agil in den Kurven. So Leute, auch wenn jetzt die Autobahn jetzt nicht sein Revier ist, mache ich trotzdem einen Kickdown. Und go! Ja, also ich muss sagen, es geht trotzdem gut vorwärts, also der Elektropunch ist auf jeden Fall spürbar. Natürlich ist es jetzt kein Abarth oder sowas ähnliches, aber die Kraft ist vollkommen ausreichend und ich muss sagen, auf der Bahn schwimmt er doch ganz gut mit. Ansonsten, wie schon gesagt, die Autobahn ist jetzt nicht sein Revier, aber in der Stadt ist die Kraft von 118 PS mehr als ausreichend. Sprechen wir mal kurz über den Verbrauch. Ich muss zugeben, ich konnte meinen Augen erstmal nicht trauen, aber laut Bordcomputer hatte ich einen Testverbrauch von 5,1 bis 6 Kilowattstunden und das trotz der Autobahnfahrten. Sobald ich vom Gas runtergehe, wird der Akku durch die Rekuperation aufgeladen. Um den Fahreindruck abzurunden, die Assistenzsysteme wie zum Beispiel der Fiat Co-Driver tragen zum Fahrkomfort bei. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Wer ein kleines sommerliches Stadtauto sucht, dann ist man beim 500e genau richtig. Die Optik ist zwar immer Geschmackssache, aber ich finde die Mischung aus Retro und Modern ist Fiat ganz gut gelungen. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die La Prima Ausstattungslinie, denn man hat ein wertiges Fahrzeug in einem kleinen Format und mit 118 PS ist man gerade für die Stadt und allgemein im Alltag optimal motorisiert. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Bedienung am Lenkrad. Ich finde die Knöpfe für die Lautstärke und zum Wechseln der Programme sollten meiner Meinung nach vorne sein, ansonsten ist es in Ordnung. Was man auch als negativen Punkt ansprechen könnte, wäre der Preis. Der Cabrio startet in der La Prima bei rund 38.000 Euro, aber dafür hat man sehr vieles serienmäßig, wie zum Beispiel die Voll-LED-Scheinwerfer und vieles mehr. Die Reichweite vom 500e finde ich in Ordnung. Laut WLTP liegt die elektrische Reichweite bei knapp 300 Kilometer.
In der Praxis lag die Vollladung bei unserem Testwagen bis zu 266 Kilometer. Ich finde, wenn man hauptsächlich innerorts und nur gelegentlich etwas weitere Strecken fährt, dann kommt man mit der Reichweite gut zurecht. Wie weit man tatsächlich kommen würde, da müsste ich den 500e nochmal für einen Langzeittest bekommen. Ansonsten hat mir der 500e sehr gut gefallen und jetzt ist eure Meinung gefragt. Wie findet ihr den 500e als Cabrio und in welcher Karosserievariante würdet ihr das Fahrzeug persönlich nehmen? Eure Antwort in den Kommentaren. Alles klar Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Ich habe die Sonne auf jeden Fall mit dem Fahrzeug genossen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da und wir sehen uns dann im nächsten Video dann wieder. Haut rein!